Innovation ist der einzige Weg, wie wir unseren Kunden davon überzeugen können, dass wir qualitativ hochwertige Leistungen erbringen. Wir haben Mitarbeiter, die an mehreren Stellen in unserem Hause arbeiten, wie unsere Kreditberater, die sich heute in der Telefonanlage anmelden und für den Kunden als auch für Kollegen nicht mehr erkennbar ist, ob sie in welcher Geschäftsstelle sie gerade beschäftigt sind und sie mit einer Telefonnummer an verschiedenen Orten zu erreichen sind. Wir können heute an der Telefonanlage erkennen, ob der Mitarbeiter im Hause ist. Wir können an der Telefonanlage erkennen, ob er gerade in Kundengesprächen ist oder ob er telefonisch erreichbar ist. In meiner Funktion bin ich sehr viel zwischen unseren Filialen unterwegs und betreue die Kunden über unser gesamtes Geschäftsgebiet, genauso wie die Betreuung meiner Mitarbeiter. Und da ist es von enormem Vorteil, dass ich immer erreichbar bin. Der logische Schritt, der daraufhin folgte, war die neue Telefonanlage, weil in jedem Büro hatte ich bisher auch eine eigene Rufnummer. Eigentlich ist es egal, an welchem Platz ich mich befinde, weil mein Büro ist ab jetzt seit diesem Zeitpunkt komplett flexibel, egal wo ich mich einwähle. Ich habe überall direkt meine Telefonnummer, wo ich drunter erreichbar bin und habe auch alle meine Kontakte. Ich habe das Gefühl, dass sich wirklich die Prozesse dadurch verkürzt haben, weil ich einfach einen schnelleren Kommunikationsweg zu meinem Mitarbeiter habe. Bei der Volksbank ging es darum, eingehende Gespräche möglichst zielgerichtet auf den jeweils passenden Mitarbeiter zu routen. Das bedeutet, ein Gespräch kommt in das System rein, ein Kunde ruft von außen an und die Telefonanlage entscheidet anhand bestimmter Kriterien. Das kann die angerufene Rufnummer sein, das kann die Tageszeit sein. Da gibt es verschiedene Kriterien. Welcher Mitarbeiter ist jetzt aktuell in der Lage, dieses Gespräch, diesen Kunden am besten zu betreuen? Und aufgrund dieser Basis wird das Gespräch dann zu dem Mitarbeiter geroutet, der aktuell über die besten Fähigkeiten und über die besten Skills verfügt, dieses Gespräch auch entsprechend zu handeln und den Anrufer gut zu betreuen. Also grundsätzlich ist es so, wenn man Voice over IP einsetzt, befindet man sich in einer Netzwerktechnik. Das heißt, der Installationsaufwand ist erheblich geringer, da die Infrastruktur meist komplett gegeben ist. Wir gehen grundsätzlich hin und erarbeiten mit dem Kunden erst einmal ein Konzept. Wie sieht es aus? Welche Anforderungen hat der Kunde? Die Volksbank kam mit einem fertigen Konzept zu uns und wir mussten dieses Konzept dann in unsere Technik umsetzen. Das hatte den Vorteil, dass wir bei der Planung nicht groß investieren mussten, aber den Nachteil hatte, dass wir sehr großen technischen Aufwand treiben mussten, um dieses Konzept auch umzusetzen. Bei der Installation läuft das so ab, dass wir Kommunikationsserver installieren. Diese Server werden vorher programmiert, die Endgeräte werden vorprogrammiert und die eigentliche Arbeitsplatzinstallation erfolgt in kurzen Schritten. Okay, mein Name ist Nermin Yildiz, ich bin Leiterin des neuen Kundenservice Center bei der Volksbank Emmerich Rees. Das Kundenservice Center hat die Aufgabe, Anrufer möglichst schnell und möglichst optimal zu betreuen und möglichst viele Vorgänge schon direkt zu erledigen, um halt die Sachbearbeiter im Hintergrund von Routineaufgaben zu entlasten. Wir sind erreichbar von 7.30 Uhr bis 18.15 Uhr durchgängig. Das bedeutet, außerhalb der Geschäftszeiten kann man uns auch wunderbar erreichen. Wir erfüllen Kundenwünsche hier direkt und telefonisch. Das entlastet unsere Berater vor Ort und gibt uns die Möglichkeit, mit unseren Kunden zu wachsen. Aufgrund unserer Erfahrung mit Panasonic, wir arbeiten seit 20 Jahren mit Panasonic zusammen, sind wir heute speziell nach diesem Projekt mehr denn je davon überzeugt, dass wir mit Panasonic einen guten Partner haben, mit dem wir auch sehr gerne weiterhin zusammenarbeiten. Also ich habe das Gefühl, dass wir mit der Wahl der Telefonmarke Panasonic einen qualitativ hochwertigen Anbieter gewählt haben, der unseren Anforderungen gerecht wird und damit auch meinen Anforderungen gegenüber den Kunden. Dadurch, dass das System sehr modular aufbaubar ist und auch sehr frei konfigurierbar ist, sind wir in der Lage, mit diesem System kleine Kunden, 10, 12, 15 Endgeräte zu betreuen. Genauso wie es nach oben hin bis zu 1000 Nebenstellen kein Problem ist, die Anforderungen des Kunden umzusetzen. Wir können das Ganze über mehrere Standorte verteilen, genauso wie wir nur einen einzigen Standort anschließen können. Wichtig ist für uns einfach, dass der Kunde mit uns zusammen dieses Konzept erarbeitet und dann sind wir auch mit dem gleichen System, was jetzt die Volksbank einsetzt, in der Lage, sowohl kleine als auch große Kunden zu betreuen. Eine Grundvoraussetzung, um die Telefonanlage anzuschaffen, war, dass es die Möglichkeit dieser Statistiken gibt. Die Statistiken haben wir, werden aber noch nicht genutzt in personeller Hinsicht, weil wir diese erst evaluieren wollen. Die Software ermöglicht mir zu jeder Zeit zu schauen, wie viele Mitarbeiter gerade verfügbar sind, wie viele Anrufe uns gerade erreichen. Das System ermöglicht mir, tageszeitrelevant
und auch wochentagrelevant ganz präzise meine Mitarbeiter einzusetzen. Das ist für das Unternehmen sehr effizient. Wir haben keine Leerlaufzeiten. Um all diese Dinge auszuwerten, um festzustellen, wie lange dauern meine Gespräche, wie gut sind meine Mitarbeiter, wie viel Zeit brauchen sie zur Erledigung gewisser Anrufe, gibt es eine Software, die installiert wurde aus dem Hause Poltis. Und mit dieser Software ist der Manager des Callcenters, des Kundenservice-Centers in der Lage, genau auszuwerten, wie gut ist meine Erreichbarkeit, wie gut ist mein Service-Level. Und aufgrund der Basis dieser Daten, die er da auswerten kann, erfolgt dann auch die Personalplanung innerhalb der Volksbank, innerhalb des Kundenservice-Centers. Die Anforderungen, die wir an FrontPoint gestellt haben, sind voll erfüllt worden. Wir haben zu keinem Zeitpunkt bereut, nicht die Telekom, nicht Siemens und auch nicht Avaya genommen zu haben.